Hallo zusammen, ich bin hier in der Altstadt von Schaffhausen, mittendrin auf dem Fronwerkplatz und wir bauen hier einen Laden. Ja, das ist dieser Laden hier und da ist natürlich jetzt noch das Schaufenster verrammelt, weil wir sind hier mit den Kühlvitrinen rein. Ja, das ist der neue Laden von Daniele Gaumenschmaus. Noch alles abgedeckt und ich zeige euch jetzt die Kühlvitrinen von hinten, wo ihr nie mehr wieder dazu seht. Ja, hier sehen wir die Kühlvitrinen von hinten. Und wenn wir hier runter gehen, das ist immer so ein Thema mit der Beleuchtung. Wir haben hier einen normalen Thermostat mit Ein- und Ausschalter. Und hier oben sitzt ein Magnetventil, das dann die Kältemittelzufuhr gewährleistet. Also hier drin, auch in dieser Kühlmaschine hier, auch ein Magnetventil, Thermostat hier vorne. Hier haben wir keine Kühlmaschine drin. Weiter sehen wir hier hinten nochmals zwei Kühlstellen. Das ist jetzt noch alles offen, wird nachher zugemacht. Also wir haben hier vier Kühlstellen und keine Kühlmaschine. Der Zugang hier zur Kühlmaschine geht über die Toilette. Ich bin jetzt hier über diese Toilette gestiegen und hier haben wir einen Rundblick von diesem Innenhof mitten in der Altstadt von Schaffhausen. Und hier an der Wand sitzt eine Rivacold Kühlanlage, absauggesteuert. Also das heißt, wenn unten eines dieser blauen Ventile aufmacht, steigt der Druck und hier schaltet dann die Kühlmaschine ein und somit kühlt bei Bedarf, wenn zwei einschalten, steigt der Druck. Ja, das soll es gewesen sein, hier von dieser Kühlanlage, direkt wirklich im Zentrum von Schaffhausen beim Daniele Gaumenschmaus. Und hier verlinke ich euch ein gleiches Kühlaggregat. Hier, vielleicht komme ich dazu, zu einem Video bei der Eröffnung, das ist noch nicht sicher, ob ich da bin. Und unten verlinke ich euch logischerweise auch die Homepage von Daniele Gaumenschmaus und ich wünsche euch einen schönen Tag.